Herzlich willkommen, mein Name ist Doktore und ab geht's. Wie ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, also ein bisschen viel. Und das habe ich gemacht, weil ich glaube, ihr habt keine Lust mehr zuzugucken, wie ich stundenlang irgendwelche Textboxes hier umbenenne. Ich erkläre euch natürlich einmal kurz, was ich gemacht habe und eine Sache möchte ich jetzt erstmal noch hinzufügen. Und zwar sind wir jetzt hier bei Telefonnummern. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, das hier soll quasi die Vorwahl sein. Und das hier soll dann quasi die wirkliche Nummer sein, was ich hier gemacht habe. AC steht übrigens für Area Call oder irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall die Abkürzung für Vorwahl im Englischen. Und was ich jetzt noch hinzufügen möchte, ist eine Länderkennung. Ja. Und das möchte ich machen mit einer Masked Textbox. Sieht auf den ersten Blick mal genauso aus wie so eine uselige Textbox, wie wir sie schon kennen. Aber sie hat noch einen ganz großen Vorteil. Und zwar können wir hier eine Maske anlegen, die uns sagt, was wir da drin eintragen dürfen. Zum Beispiel gibt es hier Datum kurz. Da seht ihr hier unten die Maske. Und wie das Ganze dann in diesem Teil angezeigt wird. Wir möchten jetzt hier was Benutzerdefiniertes machen. Und unsere Maske soll sein plus 00. Und wenn wir uns das Ganze angucken, plus und dann sind da zwei Striche. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal angucken, dann sind das zwei Striche, die bedeuten, da können wir jetzt zwei Zahlen eintragen. Ich führe das Ganze einfach mal aus, dann seht ihr das Ganze vielleicht besser. Wenn wir jetzt hier also irgendwas eintragen, 48 für, oh, keine Ahnung, wo das ist, 49 für Deutschland, dann seht ihr, auch wenn wir hier alles markieren, dieses Plus bleibt immer stehen und wir können hier auch nichts, ich versuche jetzt mal Buchstaben einzutragen, das geht nicht. Das heißt, hier ist vorgegeben, dass wir hier irgendeine Länderkennung vorweg angeben. Und das möchte ich hier einfach mal benutzen, diese Masked Textbox. Und wir gehen mal davon aus, dass wir deutsche Kontakte haben, deswegen geben wir als Text erstmal 49 ein. So. Die kopiere ich mir noch ein paar Mal. Steuerung C, Steuerung V. Steuerung V. Steuerung V. Ihr wisst ja, ich bin schreibfaul. Deswegen das ständige Steuerung V. So, das Ganze jetzt, wenn hier diese rötliche Linie erscheint, dann ist übrigens der Text immer auf einer Höhe und das möchte ich natürlich. Und die ganze Sache benenne ich noch als Textbox Country Code 1. Und ja, ich bin sehr faul, auch das kopiere ich mir. Textbox Country Code 2. Textbox Country Code 3. Und Textbox Country Code 4. So, was ich hier hinten noch habe, das kennen wir quasi schon von allgemein. Das ist hier unten so eine Combo-Box. Die habe ich hier einfach nochmal verwendet. Aber die Items, die da drin sind, sind andere. Wo sind sie denn? Da. Wir schauen uns hier mal die Auflistung an. Und zwar möchte ich, dass man hier auswählen kann, ob diese Nummer, die man hier eingibt, eine Handynummer, eine Privat-, eine Arbeitnummer oder eine Pager-Nummer ist. Und das halt für jede einzelne. Mal schauen, was wir noch gemacht haben. Adresse, ja, hier ist irgendwie noch ein bisschen leer. Da könnt ihr, weiß nicht, noch eine zweite Adresse, noch eine Arbeitsadresse oder weiß ich nicht was noch alles mit selbst hinzufügen. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt einfach mal eine Adresse mit den Standards. Straße, ich habe sogar die Labels schön beschriftet. Textbox Street, Textbox House Number. Oh, schau mal eine an. Textbox PLZ, ich weiß, das wäre eigentlich Code. Das ist Textbox City. Und, Country habe ich dann wieder. Okay, beschriftet. Und im Feld Sonstiges habe ich nochmal eine Groupbox gemacht, die sich Mail nennt. Und da sind zwei E-Mail-Adressen drin. Eigentlich für euch auch wieder nichts Neues. Hier haben wir Textbox Mail 1 und Mail 2. Und eine Combo-Box. Und hier sind die Items da unten.
Privatarbeit und sonstiges. Ja, einfach, dass man sagen kann, was das jetzt hier für eine E-Mail-Adresse ist. Und noch ein großes Feld, das ist eine Rich Textbox. Finden wir hier, die kennt ihr auch schon aus den älteren Tutorials. Da kann man dann einfach noch sonst irgendwas, was man zu seinem Kontakt reinschreiben möchte, reinschreiben. So habe ich mir das Ganze jetzt erstmal ausgedacht. Wir schauen uns das Ganze mal live an. Hier oben, wie immer, unsere Knöpfe mit den ganzen tollen Eigenschaften. Diese Seite kennt ihr noch aus dem alten Tutorial. Hier unten kann man anzeigen lassen, wie das Ganze dann abgespeichert werden soll. Unter Telefonnummern sehen wir jetzt hier unsere wunderschönen Codes. Ja, dann kann man hier irgendwelche Telefonnummern vorwählen und eigentliche Nummern eingeben. Kann dann hier auswählen, ob das eine Privatnummer ist. Die Arbeitsnummer ist irgendwo in sonst wo. Ja, so habe ich mir das Ganze vorgestellt. Die Adresse kann man eintragen. Und bei sonstiges kann man sogar noch auswählen, ob das eine jetzt hier eine Arbeits- und das andere eine Privat-E-Mail ist oder auch einfach eine sonstige E-Mail. Ich denke, das Prinzip ist klar, worauf ich hinaus will. Das sind die Felder, mit denen wir arbeiten möchten. Die werden wir dann in den nächsten Tutorials auf ganz spezielle Art und Weise abspeichern, auslesen, werden daraus eine Vorschau kreieren, wie das Ganze letztendlich abgespeichert wird. Wir werden das Ganze speichern können und wir werden diese gespeicherten Kontakte natürlich auch wieder aufrufen können und sie uns dann später ein zweites Mal ansehen können. Ich denke, das war's erstmal für dieses Tutorial. Mit freundlichen Grüßen, euer Doktore.